kurze Bike-Vorstellung, obwohl Bike-Vorstellung ist eigentlich zu spät, das Bike-Resümee. Gehen dort um das Conway, um das erste WME, 160 mm und sind jetzt an 5 Bereifen. Hat mich jetzt 2 Jahre begleitet, über Wurzeln, über Steine, über Stecker, überall drüber gefahren, auch überall aufgetreten mit denen. Hat jetzt ca. 400.000 Tiefenmeter oben, also beachtliche Zahl, ziemlich viel gefahren war das Bike. Und ich habe das ganze Rad eigentlich Serie lassen, es ist nichts passiert. Das Einzige, was ich verändert habe, die Bereifen. Nicht einmal vorne war Magic Mary oben am Werk schon. Hinten dann so ein Anzer Eiweg, so ein 225er. Und eigentlich dahingehend gar nichts gemacht. Doch, stimmt, auf ein 28er reduziert. Es hat vorne 30 gehabt. Ich habe es auf ein 28er umgebaut. Läuft auf ein 28er öffach. Und hat mir all dieser Zeit eigentlich nie Probleme beschert. Hat mich gewundert. Hat einen Carbonrahmen. Hat wirklich was durchgemacht. Also Wahnsinn. Auch die Dämpferelemente. Gehen noch tadellos. Wirklich cooles Bike. Zum Bike selber, es gibt es nicht mehr zum Kaufen. Es hat nicht mehr einen Busstandard. Also es ist wirklich so gesehen und anfangs schon veraltert. Wir switchen jetzt auf die neuen WME, was jetzt rausgekommen sind, heuer. Derweil fahren wir das noch. Sind noch gespannt auf die neuen. Und ich fahre sie 29. Die Mädels sind 27,5. Hat ähnliche Geometrie, also auch mit dem schwimmenden Hinterbau. Ihr seht es da, wenn man einfedert. Da geht der ganze Hinterbau mit. Das ist dann quasi so ein Rautensystem. Fährt sich irrsinnig fein dadurch. Und wie gesagt, habe mich da gar nicht beklagen können und bin aufs Neue, wie gesagt, richtig freue mich schon drauf und richtig gespannt, wie das dann geht und auch mit den neuen Komponenten laufen. Ja, was ich sonst noch sagen wollte, weil viel gesagt haben, ja, am Anfang so ein Conway. Mir ist eigentlich total geflasht von der Geometrie, weil das Bike super ausgewogen ist, also auch nicht zu lang ist, was mir ganz gut gefällt, bei den neuen auch noch. Und sich dadurch relativ gut in enge Passagen fahren lässt. Bergauf und bergab, wenn es schnell ist, okay, aber es ist doch nicht immer nur zum Ballern und so, und da hat mir das halt super gut gefallen, weil einfach die Spitzen und so Sachen aus dem Rad umlassen, wie eine Eins. Genau. Also wirklich, Hut ab von dem Aufbau, es ist alles original geblieben, sogar die Ketten ist noch die originale Schaltung, wundert mich echt. Sie ist jetzt aber ziemlich am Ende, also man hört dann wieder, dass es hupft und springt, und von dem her, ja, echt krass. Ja, coole Sache. Wenn ihr irgendwas zu dem Bike wisst oder Fragen habt, schreibt es in die Kommentare drunter. Schauen wir uns das gemeinsam an. Oder habt ihr auch so was gefahren einmal oder möchtet ihr mal erkennen, wer fahren, probiert es unbedingt aus. Mir taugt es echt total gut. Das ist nicht nur, weil wir gesponsert werden, sondern weil ich auch die aufgeschrieben habe, die was mir taugt haben. Und da wirklich zufrieden bin. Radgröße. Ich bin jetzt 1,85 und fahre einen L-Rahmen. Das ist ein 47er Rahmen. 47, 48er passt mir perfekt. Und man kann viel mit dem Vorbau noch machen. Gell. Das ist aber eine Möglichkeit und das muss man wirklich probieren bei den Bikes. Das ist recht individuell halt. Und, aber wir sagen, L bei 1,85 passt super. Ja. Winke, winke. Gedenkminute noch mal Radl, weil es leider irgendwann abgeben muss. Kennst du das, man wächst irgendwann zusammen mit dem Zeug? Auch wenn man es da gar nicht so sagen muss, aber dann irgendwann hat man es. Ja, ich werde Ciao zum Bike sagen, ich sage aber Ciao zu euch auch. Seid wieder mal dabei. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald.